Ich denke, jeder von uns kennt diese tropische Frucht, und zwar die Banane. Bei uns kann man die ein bisschen größer kaufen, das ist eine kleinere Sorte, und zumal die Früchte noch reifen müssen, die sind noch grün. Aber in dem Video möchte ich euch zeigen, wie die Bananen hier auf der Farm wachsen, wie die Palmen überhaupt ausschauen, die Blätter, die Blüte und wie die Früchte überhaupt an der Palme ranhängen. Das ist natürlich auch sehr interessant zu wissen. Also bleibt doch gerne dran und genießt einfach neue Erfahrungen hier in diesem Video. Hier könnt ihr jetzt einige Bananenpalmen sehen, die wachsen hier auf einem Berghang entlang. Ja, wichtiges Merkmal von diesen Palmen sind natürlich auch die großen Blätter, wie ihr hier sehen könnt. Die werden, glaube ich, auch verwendet, um Dach abzudecken, denke ich mir, stelle ich mir beziehungsweise sehr gut vor, dass die auch gut Wasser abhalten können. Und sonst werden auch die Blätter vielseitig verwendet, zum Beispiel für das traditionelle Hauptgericht, was hier auch zu Weihnachten gespeist wird. Das nennt sich Tamales, und dafür dienen die Blätter als sozusagen Teigtaschen, oder als einfach werden die als Taschen zusammengefüllt und dort wird das Essen dann reingefüllt. Hier an der Seite könnt ihr auch sehen, dass diese Palme auch Früchte trägt. Das ist jetzt mit einer abgestorbenen Blüte, also das heißt, dass die Früchte langsam reif werden, sind dann gelb bzw. bräunlich, dann sind sie vollreif. Dann im grünen Zustand haben sie noch sehr viel Stärke, und wenn sie braun werden bzw. schwarze gehen, dann haben sie halt die Stärke auch umgewandelt in leicht verdaulicheres Zuckermoleküle, und die sind auch viel bekömmlicher so. Wie ihr auch hier sehen könnt, wachsen die so an einem Strung entlang. Und der ist auch richtig schwer. Also den muss man auch mit einer Machete durchtrennen, weil der auch doch sehr kompakt auch ist. Und ich schaue jetzt noch ein bisschen herum. Hier auf der Farm gibt es noch einige Bananenpalmen. Dann werde ich euch nochmal einige Palmen zeigen. Eventuell auch noch ein paar andere Früchtansätze, wo auch die Blüte noch intakt ist. Ich bin jetzt ein bisschen auf der Farm rumgelaufen, habe auch noch keine weiteren Bananen gefunden, an denen ich näher rankommen konnte und ein paar Früchte euch näher zeigen kann. Aber hier kann man jetzt ganz gut erkennen, dass Bananen von der Wurzel her ziemlich gut neu austreiben. Also die sind halt jetzt hier ziemlich wurzelnah abgetrennt und treiben richtig stark nochmal neu aus. Hier jetzt zum Beispiel auch wurden sie abgetrennt, und hier haben wir sogar eine junge Bananenpalme. Und die wachsen ziemlich schnell, und so kann man sich auch neue Ableger machen und sie woanders pflanzen, indem man sie halt sozusagen mit Stecklingsvermehrung neu irgendwo einsetzt, indem man halt auch die Wurzeln zum Teil mit entfernt. Jetzt habe ich eine Palme gefunden, die etwas kleiner ist und an dem halt auch der Fruchtansatz etwas niedriger hängt. Kann man jetzt ganz gut erkennen, dass sie noch ziemlich viele Früchte hat und das hier noch weiter nach unten wächst und hier noch eine intakte Blüte ist. Da kann ich auch ein bisschen näher rangehen. Schaut ziemlich schön aus. Und hier drüben ist auch noch eine größere, die etwas niedriger hängt. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ihr ein bisschen auch wieder was erfahren konntet von den Bananen, wie die hier wachsen. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen, und gerne könnt ihr auch meinen Kanal kostenlos abonnieren und auch auf der Glocke drücken, damit ihr immer wieder benachrichtigt wird, wenn ich ein neues Video hier hochlade im Rahmen meines Peace-Projektes. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns einfach in der nächsten Episode hier im wunderschönen Land Costa Rica. In diesem Sinne, sehen wir uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.